5 Jahre und 3 Monate. Das ist die Haftstrafe, die Lina E. am Mittwoch vom Oberlandesgericht in Dresden ausgesprochen bekommen hat. Die Oberstaatsanwaltschaft hatte keine Beweise und doch wurde so ein weitreichendes Urteil ausgesprochen, nachdem Lina E. schon 2,5 Jahre in Untersuchungshaft saß. Man merkt, die bürgerlichen Regierungen haben Angst vor linken Protesten. Denn in Zeiten von Krieg, Krise und Inflation ist linker Widerstand das, was die bürgerlichen Regierungen am meisten fürchten. Das sieht man auch an den weiteren Einschüchterungspolitiken, die nun in Kraft gesetzt wurden, nachdem das Urteil ausgesprochen wurde. So verbot beispielsweise der linke Bürgermeister, der verantwortlich ist für das Ordnungsamt, alle Demonstrationen in Leipzig an diesem Wochenende und machte auch das halbe Stadtgebiet zu einer Sonderkontrollzone. Was bedeutet, dass die Polizei ohne jeglichen Anlass Personenkontrollen durchführen konnte? Wir sehen, wir können uns nicht auf den Staat verlassen und auch nicht auf die Linkspartei, die so oft vorgibt, unser Freund zu sein. Wir müssen selbst kämpfen, unabhängig von Staat und staatlichen Organisationen. Wir als Klasse gegen Klasse haben gestern mit einem kleinen Team die einzige nicht verbotene Demo in Leipzig-Konnewitz zum Fall Lina E. medial begleitet. Um 17 Uhr fanden sich am Alexis-Schumann-Platz ungefähr 1500 Menschen ein und gegen 18 Uhr wollte die Demo loslaufen, wurde dann aber von der Polizei daran gehindert, aufgrund von Vermummungen, sehr banalen Vorwürfen. Die Situation eskalierte dann innerhalb von Minuten super schnell, weil die Polizei auf die Demo losstürmte und die Menge zusammentrieb und einen Kessel bildete. Davon waren wir dann auch betroffen. Im Kessel war besonders die hygienische Situation schlimm. Wir hatten keinen Zugang zu Toiletten, das Trinkwasser und auch Nahrungsversorgung wurde durch die Demosanis erst später bereitgestellt, nachdem die Polizei sie auch mehrmals bei der Versorgung von Verletzten behindert hatte. Und es waren auch super viele Minderjährige im Kessel und die Eltern wurden nicht zu ihnen gelassen. Und es war dann auch mitten in der Nacht und es hatte nur noch 7 Grad. Wir waren alle in Sommerklamotten, es gab Unterkühlungen. Und die Polizei hat auch während des Kessels immer wieder von den Seiten provoziert und auch auf die Demo eingeschlagen, beziehungsweise den Kessel. Und nach über 8 Stunden und dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs prügelte die Polizei brutal auf den Kessel ein und pferchte uns alle zusammen. Und sie hatte angekündigt, uns erkennungsdienstlich zu behandeln, was stundenlang nicht passiert ist. Und erst nach diesem Zusammenpferchen haben sie uns dann nach und nach brutal rausgerissen und abgeführt. Und das alles ist eigentlich nur eine komplett heftige psychische Folter gewesen. Wir von Klasse gegen Klasse hatten das Glück, freigelassen zu werden. Aber nicht alle hatten das Glück. Von daher fordern wir ja auch die Freilassung von allen politischen Gefangenen. Wir wollen ja auch unsere Solidarität aussprechen mit all denjenigen, die jetzt Repression von dem Staat und seine Hohlerei erfahren und jetzt noch immer noch in der Gese sitzen. Aber diese Zermürbung durch den Staat könnte dazu führen, dass Linke generell in einen gewissen Pessimismus verfallen. Und das darf eigentlich nicht sein. Der Rechtsruck in der Gesellschaft lässt sich nicht durch einen Rückzug von dieser Gesellschaft bekämpfen, sondern durch die Kraft der arbeitenden Klasse, die einzige Kraft, die überhaupt in der Lage ist, das System lahmzulegen und faschistischen Kräften entgegenzutreten. Und wir als Linke brauchen nämlich ein Programm, mit dem wir in diese Klasse und in seine Organisation, nämlich die Gewerkschaften, intervenieren können, um eine antifaschistische Einheitsfront aufbauen zu können. Und dazu sind wir jetzt auch in Sachsen da. Wir bauen uns jetzt in Leipzig auf. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann bitte uns über unsere Social Media Kanäle schreiben oder jetzt bei leipzig@klassegegenklasse.org.